Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Ich habe es tatsächlich getan. Ich habe wieder zwei Aktien gekauft. Welche das sind, verrate ich dir euch in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Tiedt. Ich gebe keine Handlungsempfehlungen, alles auf Eigenregie und selbst den Kopf einschalten, denn es geht ja auch um euer Geld. Nichtsdestotrotz, vielleicht interessant und das ein oder andere für euch für die Anregung dabei. Gut, wie ist denn überhaupt meine Strategie, wenn ich Aktien kaufe? Ich fahre im Prinzip zweigleisig und zwar geht es bei mir ja immer um Qualitätsaktien, um langfristig steigende Unternehmensgewinne auf der einen Seite, aber wir haben da immer noch relativ viel Handlungsspielraum. Das heißt, ich kaufe entweder Aktien, die dynamisches Gewinnwachstum haben, dann habe ich auch entsprechend dynamische Gewinnwünsche an die Kursentwicklung. Oder ich hole mir Aktien ins Depot, die sehr günstig bewertet sind und auch noch eine Dividende bezahlen. Dann ist da meine Strategie, dass ich auf die Wertaufholung setze, also dass die Aktien unterbewertet sind, tatsächlich, dass die Aktien sich erholen und ich in der Zwischenzeit Dividende kassieren kann und dadurch mein Warten versüßt wird. Und dann würde ich die Aktien tendenziell wieder verkaufen, kurz-, mittelfristig, je nachdem, wie lang es dauert, bis der faire Wert erreicht ist. So, Pi mal Daumen, das sind meine beiden Strategien. Und welche Strategie fahre ich hier? Da fällt mir auf, ich habe hier noch CD-Projekt. CD-Projekt passt wieder in die eine oder andere Kategorie, können wir schließen hier. So, was habe ich gemacht? Ich bin jetzt bei der zweiten Strategie gelandet. Heute Morgen habe ich gekauft. Da geht es also um unterbewertete Dividendenaktien und ich zeige dir mal die ganze Geschichte hier im Aktienfinder, welche Aktien es sind und warum ich diese Aktien attraktiv finde und letztendlich auch zugeschlagen habe. Wenn wir Dividendenaktien finden wollen, die tendenziell unterbewertet oder sogar stark unterbewertet sind, dann können wir hier mit dem Wachstumsfilter spielen. Erstmal holen wir uns hier Dividendenaktien ins Haus, die eine ordentliche Dividendenrendite haben, habe ich jetzt mal mehr als 3% eingestellt. Dann möchte ich aber auch Qualitätsaktien haben, hier Stabilität des Gewinns mindestens 0,8 von maximal 1. Und dann soll es ja auch unterbewertet sein. Ich habe hier mal erstmal die Dividendenbrille auf, da würde ich mal nach dem Fernwert Dividende gehen. Und Maximum to the Power, mindestens 50% unterbewertet sollen sie sein, entsprechende Dividendenrendite. Das heißt, die Dividendenrendite soll sehr viel höher ausfallen, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Machen wir mal, ob da überhaupt was bei rauskommt. Und dann schauen wir mal das Ergebnis an. Und interessant, es ist relativ mager. Wir haben sechs Aktien, davon fünf Aktien aus China. China, Entschuldigung, fünf Aktien aus China und wir haben hier Cashflow-Wachstum, das Ranking ausgewählt und das siehst du schon, dass diese Unternehmen nicht gerade brillieren anhand des Wachstums, dynamischen Wachstums vom Cashflow. Das war ein privates Ranking, wäre da aber auch nicht ganz richtig. Dividendenertrag wäre an der Stelle schon besser und hups, schwuppdiwupps, ist dieses Ranking schon deutlich mehr bzw. höher. Das zeigt eindrucksvoll, dass nicht jede Aktie zu jedem Aktionär bzw. zu jeder Anlagestrategie passt. Dass wir hier natürlich viel mehr, viel höheres Ranking haben als zuvor. Ist übrigens auch ein Grund, warum ich diese 0815-Scores, warum ich diesen nichts abgewinnen kann, also F-Score oder Leverman, weil hier alles für jeden über einen Kamm geschoren wird. Ach, dem ein oder anderen aufmerksamen Beobachter wird hier, der ein oder andere aufmerksame Beobachter wird feststellen, dass ich hier ein Kauflimit hinterlegt habe, 2,50 chinesische Renminbi. Und also die Aktie, für die habe ich mich offensichtlich interessiert, tatsächlich. Und das ist die CRRC Corporation hier. Und ich habe sie gekauft. Warum habe ich sie gekauft, verrate ich gleich. Erstmal, was macht das Unternehmen? Ist der größte Hersteller von Schienenfahrzeugen auf der ganzen Welt, möglicherweise im ganzen Universum, je nachdem, ob es extraterrestrisches Leben gibt oder nicht, auf jeden Fall hier auf der Welt. Und die produzieren Lokomotiven, die produzieren Triebwagen. Was sind Triebwagen? Das sind Lokomotiven, die auch gleich was transportieren können, natürlich auch Waggons, die dann entsprechend gezogen werden. Die produzieren auch innerstädtischen Schienenverkehr, also Straßenbahnen beispielsweise. Die verdienen auch mit Wartung und Ersatzteilen Geld. Solche Geschichten.
Und wenn wir uns mal anschauen, wie es hier so langfristig ausgesehen hat mit der Gewinnentwicklung, dann würde ich erstmal sagen, positiv, dass die bisher immer Gewinne gemacht haben. Aber für die letzten Jahre haben wir hier eine gewisse Stagnation und die kommt durch hier stagnierende Umsätze in erster Linie zustande. Die Margen haben auch so einen kleinen Schlag abbekommen in den letzten Quartalen, aber es soll dann wieder aufwärts gehen, sowohl mit den Margen, ich habe hier die Nettomargen nur angezeigt, als auch mit den Umsätzen. Hier wurde mal ein Konkurrent übernommen, wurde es verschmolzen zum, wie ich schon sagte, weltgrößten Eisenbahnkonzern, wenn man so will, beziehungsweise Produzenten der Welt. Das ist also jetzt kein dynamisches Gewinnwachstum, was wir hier sehen, auch kein dynamisches Wachstum des operativen Cashflows hier zu sehen, weshalb wir auch ein relativ niedriges Ranking hatten. Auch das Ranking bezüglich des Dividendenertrags ist relativ niedrig und trotzdem war die Aktie für mich interessant genug, um sie zu kaufen. Warum? Ich gehe jetzt nicht im Detail auf das Ranking ein, aber ich zeige dir jetzt mal hier den Dividendenturbo. Da sehen wir nämlich, wie hoch die Dividendenrendite momentan ausfällt. Wir haben eine Dividendenrendite von knapp 5%, 4,85%, die deutlich über der Dividendenrendite liegt, die wir in der Vergangenheit bekommen hatten. Nur vor kurzem gab es schon mal etwas über 6%. Da war die Aktie noch günstiger zu haben. Diesen Einstiegszeitpunkt habe ich ganz offensichtlich verpasst, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass die Aktie nach wie vor günstig bewertet ist. Und das zeige ich dir jetzt. Hier haben wir die Bewertung in der dynamischen Aktienbewertung. Dann nehme ich einfach mal den Gewinn. Der unterscheidet sich kaum vom bereinigten Gewinn in diesem Fall. Die Dividenden blende ich auch aus. Und was du hier siehst, das ist, dass die Kursentwicklung jetzt nicht unbedingt langfristig ein Grund für Heiterkeit gewesen ist, wer die Aktie schon lange hält. Ging also mehr oder weniger hier seitwärts. Trotzdem hat man dann aufs Jahr noch eine Dividende, eine Rendite erzielt von 2,5% in dem Fall. Interessant sind die leicht abenteuerlichen Kursverläufe bei der Aktie. Da gibt es vielleicht schon so chinesisches, wie ist das, Wall Street's Bet, Shanghai Bet oder Hongkong Bet. Ich habe sie übrigens an der Börse Shanghai gekauft. Kann man machen, mitteleuropäische Zeit bis 9 Uhr haben die offen, in Hongkong auch. Und da siehst du mal, dass die Aktie mal so richtig abgegangen ist. GameStop-mäßig innerhalb kürzester Zeit und dann gleich wieder hier zu korrigieren. Nicht ganz die Größenordnung von GameStop, aber wie ich finde, abenteuerlich genug. Und wenn wir jetzt die Aktie bewerten möchten, dann hat die ein KGV momentan von 8,6, mit dem ist sie bewertet. Wir haben hier ein durchschnittliches KGV von 14,6, also sechsmal mehr der Gewinn in der Aktie, also im Aktienkurs drinne, als momentan in der Historie. Also die Aktie ist momentan recht günstig. Wir haben hier auch Bewertungen beim KGV gehabt, die teilweise über 20 gelegen sind in der Vergangenheit, als das Gewinnwachstum nur recht dynamisch gewesen ist. Und ja, ich lasse den Gewinn hier das eingezeichnet erstmal. Und hatten hier dann aber nach der Verlangsamung des Gewinnwachstums immer noch lange Zeit KGVs zwischen 17 und 14, obwohl auch damals schon das Gewinnwachstum teilweise abgeflacht ist, beziehungsweise wir Stagnation oder sogar rückläufiges Gewinnwachstum hatten, im Prinzip so wie momentan auch und dann dazwischen immer wieder Phasen zweistelligen Gewinnwachstums, so wie es auch prognostiziert ist hier für die nächsten beiden Jahre, beziehungsweise fürs laufende und fürs nächste Geschäftsjahr. Das heißt, im Prinzip hat sich jetzt hier für den blau hinterlegten Bereich nicht allzu viel getan und trotzdem ist die Aktie momentan sehr günstig zu haben. Was ich noch als Hintergrund erzählen möchte, beinahe hätte ich es vergessen, ich bin langfristig optimistisch gestimmt, beziehungsweise optimistisch gestimmt, dass die Aufträge nicht ausgehen, denn es gibt einen Plan, der heißt nun 1, 2, 3 in China und der heißt, innerhalb einer Stunde soll die Pendelei innerhalb einer Stadt, also innerhalb einer Stunde soll alles erreichbar sein, jeder Ort. Oder anders ausgedrückt, man soll nicht länger als eine Stunde pendeln innerhalb einer großen Stadt. Das ist also ein Infrastrukturprojekt. Die 2 steht für 2 Stunden innerhalb eines Ballungsraumes, soll alles erreichbar sein, innerhalb zwar von 2 Stunden. Und diese 3 steht für innerhalb von 3 Stunden soll man von einer Großstadt in die andere innerhalb Chinas kommen, egal von wo nach wo.
Und da ist noch viel zu tun, da müssen noch viele Schienen verlegt werden, da müssen auch noch die Züge schneller werden. Und da gibt es also noch viel zu tun für CRRC. Das Ganze soll bis 2035 realisiert werden. Das ist dieser 1-2-3-Plan. Da wird ja alles geplant in China. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie ich an die Bewertung herangegangen bin. Wir haben hier das KGV, hier ist es runtergegangen, 17 von 27 auf 17. Und wir haben das im Prinzip schon richtig ausgewählt. Ich zeige es aber nochmal, diesen Bewertungszeitraum würde ich nehmen. Und dann legen wir mal den fairen Wert, dann den berechneten Wert drüber mit einem Multiple von, beziehungsweise KGV von 14,6. Und das sieht dann entsprechend so aus. Und ich denke, man sieht, dass das durchaus realistisch ist. Das heißt, in der meisten Zeit wurde dieser Durchschnitt, dieses Durchschnitts-KGV vom Markt respektiert, beziehungsweise vom Kursverlauf. Wir haben hier bloß hier diese abenteuerliche Kursentwicklung, die dann aber relativ schnell wieder ein Ende gefunden hat. Dann ist der Aktienkurs wieder gefallen, zurück im Prinzip auf den fairen Wert. Da hat er ihn wieder respektiert. Und dann irgendwann, sagen wir von hier nach hier, ging es nach unten. Und ist die Aktie immer günstiger geworden? Ich zoome mal rein, dann sieht man das besser. Und das ist so allein durch die Gewinnentwicklung aus meiner Sicht nicht zu erklären. Und deshalb gehe ich hier von einer relativ starken Unterbewertung dieser Aktie aus. Sie war schon noch günstiger, hat schon wieder zugelegt vom Allzeittief, und zwar um 26%. Ungefähr, da sind auch noch Dividenden ein bisschen drin, aber so um die 25% ist aber immer noch relativ günstig. Mit einem KGV von 14,6 käme man auf einen fairen Wert fürs laufende Geschäftsjahr von etwas über 6 Renminbi und Kosten tut sie unter 3 Renminbi, sind also über 100% Rendite, die man dann erwarten könnte, rein rechnerisch gesehen. Also Kursaufholungspotenzial, und wenn wir den fairen Wert auf das nächste Geschäftsjahr uns angucken, dann wären wir fast bei dem Fernwert von 7 chinesischen Renminbi, und das würde dann eine Rendite inklusive Dividenden von über 150% entsprechen, beziehungsweise knapp 70% jährliche Rendite. Und das ist natürlich ganz ordentlich. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist etwas optimistisch, und ich bin auch durchaus bereit, hier beim KGV für die Fair Value Berechnung deutlich nach unten zu korrigieren. Machen wir aus der 14,6 vielleicht einfach mal eine 9, und das ist extrem, also schon deutlich nach unten korrigiert. Und wir simulieren hier, dass die Aktie dauerhaft vom Markt niedriger bewertet wird, obwohl ja das Gewinnwachstum wieder anziehen soll. Was haben wir dann für eine Renditeerwartung für das aktuelle und das nächste Geschäftsjahr? Dann wären wir immer noch bei einer jährlichen Renditeerwartung von 30%, finde ich immer noch recht sportlich. Insofern habe ich mir gedacht, lege ich mir doch mal die Aktie ins Depot. Das wäre die eine gewesen. Es gibt noch eine zweite, und ich habe die auch in China gekauft. Ich war nicht persönlich da, aber das geht ja heute alles elektronisch, muss man ja nicht so weit reisen. Hab das aus meinem Arbeitszimmer gemacht, und dann gehen wir mit der Unterbewertung etwas nach unten. Die Unterbewertung anhand der Dividende, beziehungsweise Dividendenrendite ermittelt. Und da sehen wir noch ein zweites Kauflimit. Das ist übrigens so eine Art Nachkauflimit, falls der Aktienkurs noch weiterfallen sollte. Und das ist Hengan International. Die Aktie habe ich schon mal irgendwo gecovert. Das ist so irgendeine Art chinesisches Procter & Gamble oder Reckitt Benckiser. Das heißt, was machen die? Kann ich dir hier auch noch zeigen. Hier siehst du, wie sie die Umsätze machen. Tissue Papers, was ist das? Klopapier beispielsweise, sehr wertvoll, wie wir spätestens seit Corona wissen. Was haben die noch? Papierhandtücher, so Feuchthandtücher, um sich die beschmutzten Hände wieder sauber zu machen. Ist auch ziemlich gut gelaufen während Corona, also fürs Desinfizieren. Dann haben die noch Küchenrollen, solche Geschichten. Das ist Tissue Paper, Sanitary Napkins. Kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Das sind Damenbinden. Und dann haben wir Disposable Diapers, Windeln. Habe ich mittlerweile auch vergessen, wie man die trägt. Und Adas, das sind so Haushaltsreiniger und solche Geschichten. Ist also schon ein relativ diversifiziertes Unternehmen. Bei den Damenbinden, da ist der Markt gesättigt. Versucht man mit Premium-Damenbinden. Ich kann nicht beurteilen, wie gut es sind, was die Unterschiede sind zu Standard-Damenbinden. Aber da versucht man wieder Umsätze zu generieren, beziehungsweise Umsatzwachstum zu generieren.
Und allgemein versucht man viel online abzuverkaufen. Man versucht neue Umsätze zu erschließen, also hier neue Märkte zu erschließen in diesem Product Others. Da sind neue Dinge drin, die man vorher noch nicht verkauft hat. Und man versucht auch in Südostasien insbesondere neue Märkte zu erschließen, regional, also in neue Märkte abzuverkaufen. Das Ganze kann sich sehen lassen. Gucken wir uns das mal an. Ach ja, hier wollte ich noch vorstellen, mein China-Update. Den Artikel unbedingt sich angucken, bevor man sich nach China wagt in die Aktien. Jetzt gehen wir mal zu Hengan International, gucken da mal in den Qualitätscheck rein. Und auch hier sehen wir ein schöneres langfristiges Gewinnwachstum, stabileres jedenfalls, wie es bei dem Schienenhersteller bzw. Zughersteller CRRC der Fall gewesen ist. Kann sich sehen lassen, auch die Dividenden sind schön gestiegen. Insofern würde ich sagen, doch ein Qualitätsunternehmen. Wie viele Punkte haben die denn im Ranking gekriegt? 89. Also auch relativ viele Punkte gekriegt in diesem angewendeten Ranking. Der Dividendenturbo, was zeigt der? Der zeigt, dass wir hier eine Dividendenrendite haben, die höher ist als alles, was es bisher gegeben hat. Für diese Aktie jedenfalls. 5,3%, also höher als bei CRRC sogar da. Und ich denke, dass die Dividende auch nicht gefällt ist. Das Ganze siehst du hier jedenfalls. Nicht, wenn es so kommt, wie die Analysten prognostizieren. Und das ist ja kein allzu abenteuerliches Geschäftsfeld, was wir hier haben. Was da auch noch eine Rolle spielt, sind die Rohstoffpreise, insbesondere Zellulose, weil ja alles irgendwie aus Papier produziert wird. Das nur am Rande, aber ich denke, wie gesagt, nicht allzu abenteuerliches Geschäftsmodell. Und dann gucken wir uns mal die Bewertung an. Ist ja ein Grund angeblich. Es sollte die Aktie ja günstig sein, wenn ich sie gekauft habe. Zumindest sollte ich die Meinung haben und vertreten. Gucken wir uns das Ganze wieder an. Hier können wir mal den bereinigten Gewinn nehmen zur Abwechslung. Gibt sich nicht viel zum bilanzierten Gewinn. Nein, wir nehmen den bilanzierten Gewinn. So. Und wenn wir das Ganze anschauen, da haben wir jetzt ein KGV von 21, ein historisches KGV von 21 für den Bewertungszeitraum, der anfängt ab dem Jahr 2011. Momentan haben wir ein KGV von 12. Also du siehst, die Aktie ist deutlich günstiger bewertet. Auch hier hat die Aktie deutlich gelitten. Die ist auf einem Allzeittief, jedenfalls verglichen bis zum Jahr 2009. Die haben jetzt, sie ist bei 51 Hongkong-Dollar und der Aktienkurs war schon vor circa 11 Jahren auf diesem Niveau. Also da hat es doch ganz schön gelitten. Wir sehen hier eine Abflachung des Gewinnwachstums. Man sieht ja auch rein optisch, dass hier die Gewinne stärker stiegen als hier. Auch hier haben wir allerdings KGVs lange Zeit, die so bei deutlich, also im mittleren, um die 25 gewesen sind hier, obwohl damals schon das Gewinnwachstum abflachte, dann KGVs hier in den Jahren von schon unter 20, aber immer noch nahe an den 20. Und jetzt ging es immer weiter nach unten und jetzt haben wir eben relativ günstige KGVs von um die 12. Gucken wir mal, wenn ich den fairen Wert hier mir anzeigen lasse, der so berechnet worden ist, dann sehen wir das hier. Zoome ich mal ein bisschen näher rein, hier hin oder noch eins weiter, dann sieht es noch besser aus. Dann haben wir halt eben Phasen der Über- und Phasen der Unterbewertung. Und also relativ starke Kursausschläge bei Hengan International, viel stärker, als man eigentlich glauben sollte für dieses unspektakuläre Geschäftsmodell, wie ich finde. Und diese 21er KGV, das bringt jetzt faire Werte zutage, die abenteuerlich hoch erscheinen mögen. 95 Hongkong-Dollar sollte die Aktie eigentlich wert sein, beziehungsweise 92 momentan, basierend auf den letzten 4 Quartalen. Kosten tut sie aber nur um die 50. Also Wertaufholungspotenzial hier kurzfristig von 90%. Dass das jetzt erreicht wird innerhalb der nächsten Monate, halte ich doch eher für unwahrscheinlich. Aber wir können ja gerne mal nach unten korrigieren. Insbesondere oder interessant vielleicht noch das Gewinnwachstum, was wir hier prognostiziert haben. Das war bei CERC, dem Unternehmen von vorhin, ja im zweistelligen niedrigen Bereich. Hier fällt es niedriger aus. Da wären es hier um zwischen 4 und 5, zwischen 4 und 6% Gewinnwachstum. Würde aber auch irgendwo in der Richtung von dem liegen, was wir in der Vergangenheit ja auch schon hatten. Hier hatten wir so knapp 6, hier hatten wir auch zwischen 4 und 6% und ab und zu mal schlechte Jahre, wo es leicht im einstelligen Bereich rückläufig war. Hier interessanterweise hatten wir jetzt ein Wachstum gehabt von 23%.
hat aber irgendwie nicht geholfen, dass der Aktienkurs gestiegen wäre, ist also gnadenlos verpufft. Also er ist mal gestiegen, aber hier ist es wieder verpufft. Können wir nach unten korrigieren? Jetzt ist natürlich ein gewisses Stück Willkür, wie weit wir nach unten korrigieren. Ich würde mal sagen, gehen wir zum Beispiel mal zurück auf 14. Das gebe ich jetzt mal hier ein und dann gucken wir, was für ein fairer Wert es runterkommt, bei rumkommt. Ich zoome jetzt noch ein bisschen näher rein. Das sind jetzt dann noch deutlich nach unten korrigiert. Von um die 95 Hongkong-Dollar auf 63 Hongkong-Dollar haben wir aber immer noch hier ein Potenzial, auch beziehungsweise eine Rendite aufs Jahr hier von 36% beziehungsweise 26%, 27% Kurspotenzial. Da sind dann auch wieder die Dividenden mit einberechnet. Und wenn man das ganze Spiel ein bisschen längerfristig betrachtet, noch ein Geschäftsjahr mitnimmt, dann wären es aufs Jahr betrachtet 20%. Das ist nicht ganz so viel, wenn ich mich richtig erinnere, wie bei CERC, aber immer noch hoch genug, insbesondere bezüglich des unspektakulären Geschäftsmodells, dass ich sage, lohnt sich für mich schon zum Einstieg. Habe ich mir jetzt also zwei Positionen mal gesichert oder zwei Aktien ins Depot geholt, die auch wieder Chinesen sind. Jetzt wird der ein oder andere fragen, gibt es bei mir noch Chinesen im Depot? Nein, dem ist nicht so. Ich habe noch andere Aktien gekauft. Also ich habe auch Warte gekauft, nachdem die Aktie mal einen Kurssturz hingelegt hat. Bei Amazon habe ich auch mal noch nachgelegt. Also ich gehe auch noch in westliche Märkte und bin da auch aktiv. Aber ich denke, diese Aktien, die finde ich interessant, weil sie nicht so hoch und runter genudelt werden. Und ich hoffe, das war für dich auch interessant. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Halt die Ohren steif, pass auf dein Geld auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.